Hallo, liebe Zuschauer, willkommen heute zur Vollmondlegung. Wir haben den 17. März, der Vollmond findet morgen am 18. März um 9.17 Uhr statt, wird sich in der Jungfrau befinden. Das heißt, die Jungfrau ist ja ein sehr geordnetes, ein sehr systemisches, ein sehr ordentliches Sternzeichen. Da darf man nichts durcheinander bringen, da muss alles so seine Richtigkeit, seine Ordnung haben, sein System haben. Und ja, mit dem Vollmond kommt wieder System auch in eure Verbindung, kommt Ordnung in eure Verbindung. Und zwei Tage später folgt ja auch schon die Tag-Nacht-Gleiche. Und dann ist auch, schau nochmal auf den Kalender, ob ich es richtig sage, genau. Dann ist auch der Mond wieder in der Waage. Also wir haben den Vollmond noch in der Jungfrau. Und zur Tag-Nacht-Gleiche den Mond in der Waage, deswegen wird der Ausgleich in eure Verbindung gebracht. Ja, es wird ein Ausgleich geschaffen von den Dingen, die gerade nicht rund laufen. Und dafür ist der Vollmond super, wieder Ordnung und System reinzubringen. Also erstmal alte Dinge loslassen, alles das, was dich noch belastet, alle Sorgen, alle Ängste, alle Zweifel, solltest du am heutigen Abend oder morgen Abend, je nachdem, wie du das machen möchtest und auch zeitlich kannst, ins Universum schicken. Stell dir einfach ein Kerzchen auf, mach dir ein Licht an, ein Wunschlicht. Ja? Hier haben wir die Heilung, die Kerze der Heilung. Stell dir ein Wunschlicht auf und schreib dir die Themen nieder, die dich noch belasten, die dich triggern, die an denen du nicht vorbeikommst, die dich immer wieder beschweren, und schick diese Themen ins Universum, bitte die lichtvolle geistige Welt, dir bei der Auflösung dieser Themen behilflich zu sein. Schick deine Wünsche mit hinterher und verbrenne dann dein Zettelchen über der Kerze. Und ja, damit wird es besiegelt, damit soll es in Erfüllung gehen. Wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Vollmond für eine Ablösung, um alles in die Struktur, in die Ordnung zu bringen, um zur Tag-Nacht-Gleiche die Balance wiederherstellen zu können. Ja? Ich hoffe, ich habe das so rüberbringen können, warum das diesmal anders ist und besonders ist und wichtig ist. Gut, ja, haben wir noch irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Oder ich habe so viel in letzter Zeit gesagt. Informationen findet ihr immer unter dem Video. Auch zu den zwei neuen Seminaren, die ich anbiete. Ich habe ein Online-Seminar zum Seelenpartner und zur Auflösung des Elternthemas. Dazu schaut einfach mal in die Infobox, findet ihr genauere Informationen. Okay, ich habe jetzt gerade das Monolotchi-Orakel der Jasmin Boland zur Hand genommen und möchte für uns eine Botschaft für die nächsten zwei Wochen nehmen. Wir haben die nächste Phase bis zum nächsten Neumond und der findet am 2. April statt. Also wir haben circa 14 Tage. Und die Botschaft lautet: Neumond in den Fischen, meditiere und denke nach. Wichtig wird es die nächsten zwei Wochen sein, immer wieder in die Stille zu gehen. In die Stille des Bewusstseins, also da zu schauen, was musst du noch für dich auflösen? Wo musst du dich reinmachen? Was ist dir wichtig? Wo will deine Seele hin? Das sind alles Dinge, die erfährst du in der Meditation. Und ja, Thema der nächsten zwei Wochen. Viel meditieren. Meditieren ist eine Konzentrationsübung. Es erfordert volle Konzentration. Und das macht es auch so gut, weil das dann eine Zeit ist, wo euer Kopf nicht arbeitet. Und ich habe es in den letzten Videos schon häufig gesagt, der Kopf ist derjenige, der eure eigenen Dämonen produziert. Ja? Die Wirklichkeit sieht ganz häufig anders aus und dann kommen eure Gedanken dazu, die aus alten Glaubenssätzen herrühren, aus der Erziehung herrühren oder woraus auch immer. Oder einfach aus Ängsten auch heraus Zweifel produzieren. Ja, und damit ist das Spiel eröffnet und der Kopf bestimmt, was man zulässt und was man nicht zulässt. Und wenn man nicht an Wunder glaubt, können keine Wunder geschehen. Und wenn man nur negativ denkt, kann man auch nichts Positives erwarten. Also das scheinen jetzt vielleicht abgedroschene Sprüche zu sein, was ich die ganz häufig sage, aber das ist meine vollste Überzeugung. Das ist auch so,
Das habe ich selber mehrfach im Leben erfahren. Nur wenn du daran glaubst, werden auch die Dinge geschehen. Gut, ziehen wir noch ein Mondmantra. Weiß gar nicht, mischen ist bei denen immer eh schwierig. Ich versuche es mal so mit. Folge deinen Träumen, sie kennen den Weg. Da sind wir wieder beim Seelenthema, ja? Also Träume sind ja auch Unterbewusstsein. Das ist das, was dir in der Nacht über den Weg läuft. Das, was dir nachts gespiegelt wird. Man hat auch mal Albträume, weil man irgendwas zu verarbeiten hat. Das ist jetzt hiermit nicht gemeint. Aber die Träume oder anders gesagt, die Sehnsüchte, die du hast, folge diesen Sehnsüchten. Eine Sehnsucht ist immer etwas, was deine Seele erfüllen möchte. Gut. Großes Blatt legen wir heute wieder, ja? Wir legen mit den Gilded Rivery Lenormand Karten die 36 Standardkarten aus. Und dafür beginne ich schon mal zu mischen. Nee, noch nicht. Hier haben sich ein paar Karten andersrum gelegt. So. Wir mischen 36 Lenormand Karten und schauen, was wir schon mal als Überschrift erhalten. Wie werden die nächsten 2 Wochen aussehen? Ja, alles dabei, würde ich mal sagen. Reihenfolge war so rum. So, wir haben den Klee, den Berg, den Sarg, die Vögel und das Kind. Ja, es deuten sich glücklichere Zeiten an. Ja, du hast immer die Hoffnung gehabt, dass da noch nicht Hopfen und Malz verloren ist und das wird sich auch bestätigen. Wir starten mit kurzen glücklichen Momenten, vielleicht schon an diesem Wochenende. Und gefolgt kommt von einer kurzen Blockade. Der kurze glückliche Moment mit einer kurzen Blockade, weil die Blockade durch den Sarg weggenommen wird. Das heißt also, die Behinderungen, die es in der Vergangenheit in eurer Verbindung gab, lösen sich auf. Wodurch lösen die sich auf? Durch Gespräche. Es liegt schon diese Unruhe, diese Aufbruchstimmung, dieses Lampenfieber in der Luft, da will was Neues entstehen. Ja, da will Leichtigkeit und Lebensfreude und die Sonne auch wieder in euer Leben. Also es geht um das Auflösen von Blockaden, kurzen glücklichen Momenten. Wir legen ja nur auf 2 Wochen, ne? Nicht gleich den Ring erwarten, liebe Freunde. Und ja, viele Gespräche, aber auch eben die Leichtigkeit, die Verspieltheit kommt wieder. Das große Thema, die große Überschrift für die Zeit bis zum Neumond, der ja bekanntlich auch für die Neuanfänge steht. So, dann müssen wir noch einmal kurz drüber, damit die Karten im Bild auftauchen und ich lege jetzt aus. Na super, ich habe eigentlich gemischt und schon kommen. Das gibt es ja wohl nicht. Habt ihr das gesehen? Ich habe doch gerade gemischt. Liebes Universum, was wird denn das hier für ein Spaß? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ihr könnt gerne vorspulen, ja? Also ich halte mich jetzt zurück mit irgendwelchen Kommentaren. Ich verspreche es euch, ihr verpasst nichts. Du in Reihe 2, das darf ich sagen, oder? Er hat ganz schöne Gedanken, das sage ich auch schon mal. Ich verschluck mich gleich. Die Schlange in seinem Haus, na super. Die Alte zieht einfach nicht aus. So, mal kurz sammeln. Wo ist meine Feder? Da haben wir sie. Ich brauche noch meine Brille. So, los geht's. Also, dich haben wir auf der Position der Störche.
Fantastisch, seht das hier, ne? Du liegst auf der 17, du liegst auf der Position der Störche und schaust auf die Störche. Also für dich ist es gerade glasklar, dass hier irgendwas in Gang kommt. Ja? Es stehen für dich positive Veränderungen an. Du weißt, dass jetzt der Frühling kommt, dass die Sonne rauskommt. Du riechst das, du fühlst das, du spürst das. Da kommen Veränderungen auf dich zu. Es wird alles besser werden, es wird alles schöner werden, es wird alles leichter werden. Das spürst du und deswegen hast du dich schon mal in das Haus der Störche gelegt. Und die Störche liegen im Haus des Hundes, also des Seelenpartners. Auch er wird erweckt vom Frühling. Er erwacht genauso. Und ja, das ist also schon mal eine sehr gute Aussicht. Machen wir mit ihm weiter. Er liegt auf der Position 22. Er liegt auf den Wegen. Für ihn ist eine Entscheidung notwendig. Er schaut auf die Verluste. Also er hat aktuell eine ganze Menge Verluste erlitten, finanzieller Natur. Hier haben wir auch die Fische gleich drüber, beruflich. Beruflich, finanziell hat nicht die Sonne geschienen bis jetzt. Ja? Und da stellen sich, wie gesagt, Verluste dar. Er hat auch an Stabilität verloren. Ne? Der Baum liegt neben den Mäusen, die dicke Maus guckt auf den Baum, die frisst die Heilung weg. Also die Dinge, die ihn beruflich und finanziell belasten, haben einfach den Heilungsprozess bei ihm unterbrochen. Schauen wir noch mal kurz auf seine Position. Er liegt, ach so, hatte ich schon gesagt, ne? In den Wegen, in der Entscheidung. Wo liegen denn die Wege? Wo haben wir denn die Wege? Die Wege haben wir auf der Position 10, 11, 12. Die Wege liegen in den Eulen. Also, da wird eine Entscheidung spruchreif. Da wird über eine Entscheidung geklatscht und getratscht. Aber diese Entscheidung macht ihm, ne, auch in seinem Gedankenfeld die Entscheidung. Nicht nur, dass er sich draufgelegt hat. Die Entscheidung macht ihm Kummer und Sorgen. Aber er denkt auch schon an dieses große Glück, ja? Und der Neuanfang, die Sonne liegt in dem Kind und das Kind liegt über der Sonne. Der Neuanfang mit dir würde ihm so viel Wärme, so viel Sonne, so viel Lebensfreude bringen. Das weiß er, das ist ihm bewusst. Die Gedanken, der Kopf, das ist alles Bewusstsein. Ihm ist bewusst, wenn er einen Neuanfang mit dir startet und das Kind liegt im Haus, wenn er dich in sein Haus lässt oder du ihn in sein Haus lässt, also zumindest wenn ihr häuslich, familiär einen Neuanfang startet, dass ihm das ganz viel Glück und Wärme und positive Energie bringen würde. Ne? Du bist einfach seine Sonne, das ist ihm bewusst. Ja? Aber vor ihm liegen auch, ich sag mal, liegt ein unterbrochener Heilungsprozess, liegt der Verlust seiner Stabilität, seiner Kraft, seiner Stärke. Ich mache die beiden mal so zusammen, ne? Die sind irgendwie zusammen, weil dann kommt das klarer raus, der Verlust der Stabilität, der Stärke, weil finanzielle Verluste aus beruflichen Themen, Finanz- oder auch Verlust des Jobs den Heilungsprozess unterbrochen haben. So. Da gucken wir noch mal weiter. Aber die Mäuse liegen auch im eigenen Haus. Das ist auch ein gutes Zeichen. Also es wird nicht mehr lange dauern. Ne? Also der Verlust selber hat sich ins eigene Haus zurückgezogen. Damit ist er an sich auch schon überwunden. Und die Heilung auf Herzebene kann geschehen. Ja? Ich habe ja gerade gesagt, du bist seine Sonne, du bist sein Glück, das weiß er, das hat er in seinen Gedanken. Und wenn diese Themen, diese Verluste nicht mehr für ihn überhand nehmen, nicht mehr für ihn im Vordergrund stehen, kann auch die Heilung seines Herzens entsprechend geschehen. Ja, und wenn wir dann schauen, wo liegt das Herz liegt auf der 7, auf der Schlange, na super. Also, die Herzheilung, haben wir ja jetzt gerade auch schon gehabt, stellt sich kompliziert und schwierig dar. Für alle diejenigen, wo es keine andere Frau
auf der Seite des Gegenübers gibt, ne? Also wo kein anderer Partner auf der anderen Seite ist. Die Heilung stellt sich schwierig dar, beziehungsweise das Thema Mutterliebe, ja? Hier ist ja auch mit der Schlange gern die Mutter gemeint, das Thema Mutterliebe ist ganz wichtig für seine Heilung. Also er scheint auch ein Thema mit seiner Mutter zu haben, weil, wenn wir auf die Schlange schauen, liegt die in seinem Haus. Ja? Also, kommen noch gleich zu der dritten Variante. Was ist, wenn es dann noch eine andere Partnerin gibt? Für alle diejenigen, die keine andere Rivalin haben, sag ich mal, ist es die Mutterliebe, die ausschlaggebend ist für seine Heilung, weil die Mutter, wie gesagt, sich auch schon mal in sein Haus gelegt hat. Für diejenigen, wo es noch eine Partnerin gibt, ist die Partnerin diejenige, die in seinem Haus ist und bleibt, ja, ohne seinen freien Willen und seine Heilung durch dieses Verhalten der Schlange blockiert ist und die Heilung eurer Liebe damit blockiert ist, kompliziert wird, ja, im Haus der Schlange. Die Heilung eurer Liebe wird kompliziert, weil es, wie gesagt, die andere in seinem Haus noch gibt. So, das sind so ein paar Grundaussagen dazu. Schauen wir mal auf noch wichtige Positionen. Was fällt mir noch auf? Also zum einen ist ein schnelles Vorwärtskommen blockiert, aktuell noch, aber wir hatten es schon in der Überschrift, die Blockade wird weggenommen. Ja? Also der Klee, die Hoffnung. Die Hoffnung hat sich bestätigt, der Berg verschwindet im Sarg oder ja, wird eingerissen, wird kurz und klein gemacht, so rum. Also es ist gerade noch die Schnelligkeit des Prozesses, das Aufeinanderzugehen blockiert, aber das wird sich auch in den nächsten 14 Tagen lösen. So, nächste Position, die mir auffällt. Was haben wir noch? Der Turm auf dem Baum, er ist im Rückzug für seine Heilung. Ja? Alle die keinen Kontakt haben, damit, also mit dem Kartenbild bestätigt sich auch das, was ich häufig zu euch in persönlichen Legungen sage. Lass ihn alleine heilen, lass ihm die Zeit, lass ihn im Rückzug, störe ihn nicht, schick ihm nicht irgendwas, um ihn zu behindern, an dich zu erinnern, was auch immer. Wenn er diesen Prozess für sich beendet hat, wenn er seine Verluste, die er einfach finanziell und beruflicher Natur hatte, ablegen kann, drüber hinwegkommen kann, es vorwärts bringen kann, ne, in deine Richtung, dann kommt er auch, ne, dann wird der Rückzug auch aufgehoben. So, um seine Beziehung oder um eure Beziehung macht ihr beide euch ganz viele Gedanken. Der Ring liegt in den Wolken. Und dann schauen wir nochmal auf die Position des Ringes. Da ist der Hund, ja, dessen Haus sozusagen von den Störchen bevölkert wird. Die Störche sind in die Hundehütte gegangen. Also, in eurer Seelenpartnerschaft, ja, habt ihr beide gerade Kopfkino, ganz viele Gedanken, ganz viele trübe Gedanken, Gedankenkarussell. Aber das ist nicht notwendig, ja. Es ist eine feste Partnerschaft. Und auch wenn ihr sie aktuell auf weltlicher Ebene nicht lebt, so lebt ihr sie doch auf seelischer Ebene. Und das Weltliche wird sich positiv verändern, ja. Das ist diese Kartenkombination, Häuserkombination. So, was haben wir noch? Schauen wir nochmal auf dein Haus. In deinem Haus liegt das Schicksalskreuz. Also die nächsten 14 Tage sollst du ganz viel lernen. Du sollst ganz viel lernen. Da ist das Karma, die Lernaufgaben. Das sind die alten Themen, die von früher mitgekommen sind. Die werden dir gerade sehr stark gespiegelt. Und was sollst du lernen? Schau positiv in die Zukunft. Mehr musst du nicht tun. Glaub an positive Veränderungen, ja? Vor deinem Gesicht liegt nur eine Karte, da liegt nicht viel mehr. Es reicht aus, wenn du an diese positiven Veränderungen glaubst, wenn du dir gute Gedanken machst, wenn du aus diesen
Gedankenkarussell um eure Partnerschaft rauskommst. Glaube daran, glaub an die Veränderung, glaub an das Licht, was kommen wird, glaub an die Sonne. Ja? Das ist das Wichtigste, was an Lernaufgabe dir zugestanden wird die nächsten 2 Wochen. Wenn wir dann auf das Haus des Kreuzes schauen, da liegen die Sterne drin, das Universum unterstützt dich dabei. Ja? Und ich habe es auch die letzten paar Videos oft gesagt, es ist gerade eine sehr, sehr starke Zeit der Synchronizitäten, also wo die Engel und alle anderen lichtvollen Wesen sich sehr stark bemühen, dir Hinweise zu geben, auch wenn du gerade versuchst, alles loszulassen oder dir alles schlecht zu reden, so wie es hier oben liegt, zeigt dir das Universum an, dass es Sinn macht zu warten, dass es Sinn macht, im Vertrauen zu bleiben, dass du Klarheit bekommen wirst, ja, über diese Erfüllung deiner Lernaufgaben. So, dann haben wir, ja, harmonisch ist es gerade nicht so ganz, ne? Das ist auch was in Ausgleich gebracht werden muss, aber es sind ganz tiefe Gefühle wieder dabei. Die Lilien liegen im Haus der Fische. Nee, liegen nicht im Haus der Fische, liegen in Position 33. Die liegen im Schlüssel. Also mit Sicherheit wird die Harmonie in eure Verbindung kommen. Und die Gefühle sind stabil. Da ist das Haus gefangen. Entschuldigung. Kurz vertan, aber wenn man sich vertut, hat ja auch irgendwie seinen Sinn. Ne? Also da wollte auch... Da wollte auch die andere Botschaft noch raus. So, die Kommunikation ist fest verankert. Also es wird definitiv die nächsten 14 Tage Nachrichten geben. Für alle die, die drauf schauen, wird er sich bei mir melden? Ja, er wird sich bei dir melden. Was können wir noch sagen? Für alle diejenigen, die auf Treffen schauen, nein, es werden keine Treffen stattfinden in den nächsten 14 Tagen. Der Park liegt im Sarg. Der Park liegt im Sarg. Keine Treffen, aber Kommunikation in den nächsten 14 Tagen. So sieht's aus. Fällt mir noch eine wichtige Position auf? Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Ne? Also, er hat ganz wunderbare Gedanken an dich. Ja? Wie gesagt, er sieht das Strahlen, das Leuchten, das Licht, was du verbreitest. Das, was er gern haben möchte. Er möchte die Leichtigkeit und die Verspieltheit in seinem Leben haben. Muss aber erst über das Thema Verluste und damit unterbrochener Heilungsprozess, unterbrochene Herzheilung drüber hinwegkommen. Arbeitet gerade aktuell an seinem Mutterthema für ganz viele, beziehungsweise ja, gibt sich gerade so ein bisschen hin, falls es da noch eine andere Partnerin geben sollte, aber er arbeitet daran, diese Komplikationen in der Liebe, egal wodurch die entstanden sind, aufzulösen, ja, in die Heilung zu bringen. Ja, damit haben wir es. Schauen wir noch auf die 4 Ecken. Der Berg, die Blumen, die Schlange und die Sterne. Also, aktuell ist die ganze Situation mit euch noch blockiert. Ganz viele, die zuschauen, werden keinen Kontakt haben. Wir haben hier schon über den Turm gesprochen. Der Turm, der ja, sozusagen auch die Heilung blockiert, der Rückzug, der notwendig ist, um zu heilen, ja, also sich einzuigeln, um zu heilen. Also diese Blockaden werden sich auflösen, weil er weiß, dass du sein größtes Geschenk bist, dass er im Frühling jetzt auch positive Veränderungen haben möchte. Er möchte Klarheit haben, er möchte Klarheit bringen. Aber
die Schlange macht es noch kompliziert, um es abzukürzen. Entweder die Noch-Partnerin macht es noch kompliziert die nächsten 14 Tage. Oder aber die Komplikationen allgemein in der Liebe oder das Mutterthema von ihm. Ne? Also Schlange in seinem Haus ist das Mutterthema. Das muss erst noch geheilt werden. Gut. Auf jeden Fall steht Kommunikation an. Um es nochmal zu sagen, keine Treffen, Park im Sarg. Aber dafür Brief im Anker, Kommunikation fest verankert. Also die nächsten 14 Tage wirst du etwas von ihm hören. Das ist ganz sicher. Gut, schauen wir nochmal in ein anderes Orakel. Das habe ich, ja, mache ich sonst nicht. Seht ihr mal, manchmal ist es irgendwie, manchmal ist es anders. Ich mache jetzt mal kurz hier bunten Haufen, um noch ein Orakel zu ziehen eine Karte zu ziehen aus dem Orakel Blick in die Zukunft. Was sagt uns die Zukunft für euch beide? Was wird in der Zukunft für euch beide Thema sein? Ich ziehe das mal, das wird hier schwierig mit dünnen Karten. Lieber nicht die Gedanken, die man jetzt im Kopf hat, zulassen. Lieber nicht aufgeben. Lieber nicht zweifeln. Ja? Gut. Lieber nicht. Und damit du nicht zweifelst, damit du dir keine Sorgen mehr machst, damit du nicht mehr mit trüben Gedanken zu tun hast, nimm dir heute Zettel und Stift, schreib dir all deine Sorgen nochmal auf und schick sie ins Universum. Gut, ich möchte noch aus dem Seelenpartner, Liebes aus der Seelenliebe 2.0 von der Nicole Hartmann noch eine Karte haben. Gespräch, Kommunikation der Herzen, Knockout für das Ego. Genau, Ego ausschalten, Kopf ausschalten. Und ins Gefühl gehen und von Herz zu Herz sprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vielen von euch, die am Herzöffnungsritual am Sonntag teilnehmen werden, besser gelingen wird. Also ich hatte heute gerade ein Telefonat auch mit jemandem, der ein Herzöffnungsritual durchgeführt hat und mir schon von den Ergebnissen des Rituals erzählt hat, was für sie selber das für eine schöne Erfahrung war, beziehungsweise was auch damit erreicht wurde. Und ja, freut euch drauf, was Sonntag passiert. So, und das Orakel der Engel von der Doreen Virtue sagt, sich besser kennenlernen, sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft ihr eure Verbindung. Ja, es ist Zeit für Gespräche, ne? Wir haben es gerade gehabt, dass in den nächsten 14 Tagen definitiv Gespräche anstehen. Und deswegen solltest du lieber nicht zweifeln, sondern an diese Liebe glauben und dich auf ein freudiges Kennenlernen einladen. Dafür sprechen auch die Störche und die Sonne und das Kind, was so schön in seinen Gedanken zum Vorschein kam. Ja, ich zeige es nochmal. Sich besser kennenlernen, das will er auch. Das will er auch. Er braucht noch ein bisschen. Ja? Also die nächsten 14 Tage ist es noch ein bisschen holprig, aber immerhin kommt die Kommunikation in Gang. Und damit möchte ich mich heute von euch verabschieden. Kommunikation, das ist schon mal ganz wunderbar. Ich freue mich auf die Kommunikation mit euch. Über eure Kommentare. Lasst mir gerne auch ein Abo da, wenn euch das gefällt, was ich mache. Und ich freue mich auch über eure Likes. Also macht's gut, ihr Lieben. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Heute mal nur die Finger. Ansonsten bin ich wieder live und in Farbe da. Ciao, ciao. Schönen Abend. Viel Spaß beim Ritual. Tschüss.